Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, zurück in die Master League, heute im PvP auf Todesaura. Oder auch nicht. Nehme ich zurück. Ja, Placement-Matches und rausquitten ist aber schon Master One und möchte MMR droppen. Was ein Idiot. Gut, er hat seit 6 Monaten nicht mehr gespielt, kann man ihn jetzt vielleicht zugute halten, wahrscheinlich ist er gleich normal. Ne, ist er nicht. Aber ich hätte mich so auf ein PvP gefreut. Jetzt bin ich schon wieder ein PvT. Mit den Matches, die ich privat gespielt habe, jetzt das fünfte hintereinander. Ich weiß gar nicht, wie das in der Aufnahmesession war, die ich das letzte Mal gespielt habe. Die habe ich nämlich auch heute aufgenommen. Naja. Kann man nicht ändern. Jetzt wollte ich nochmal Glack davon schreiben. Können wir halt ein bisschen PvT trainieren. Ist ja ganz okay. So. Dann brauchen wir mal so ein Pylon und wir scouten. So. Das Gute so ist wieder zurück, Leute. Jetzt geht's ab. Dieses Scouting auf dieser Map ist so komisch, wie der fährt. Dass er dann über die dritte Base da fährt. Haben wir hier ein Dings zu Hause und wir haben Double Gas. Wieder, wie schon in der letzten Folge. Lassen wir uns aber nicht von irritieren. Ja, komm, wir schicken direkt 3 rein. Oder fast direkt. Ey, warum hat er denn nochmal schweißen dürfen? Das ist unfair. Nicht stehen bleiben. Aber klar. Leider jetzt. Nicht zu sehr ablenken lassen von dem Anfangs-Shenanigans hier. Nee. Jetzt mir mal ein zweites Gate. Damit bin ich jetzt eigentlich ganz gut gefahren. Zumal wir ja wissen, dass der Double Gas im Busch ist. So, jetzt müssen wir gleich den Stalker bauen. Und Chrono boosten. Warp geht. Dann nehmen wir uns hier nochmal den Pylon. Und dann gleich nochmal 2 Stalker. Nexus ist jetzt fertig. Weiß aber nicht, ob ich erst runtergehen soll oder erst oben bleiben. Das Gefühl auf dieser Map eher runter. Aber kann auch eine Fehlentscheidung sein. So, wir werden hier auf jeden Fall eine Shield Battery brauchen. Frage ist, wie früh. Wie gesagt, Doppelgas heißt Aggression, aber jetzt auch nicht ein Marine Push. Ein Hellion. Ein Scouting Hellion, interessanterweise. Spricht halt hart für Mac, würde ich behaupten. Müssen wir vielleicht gleich mal gucken, ob wir da nicht. Also auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt die Robo. Mit Blink kann man natürlich gegen Mac jetzt nicht allzu viel anfangen. Allerdings auch ganz nett, um die dritte natürlich ein bisschen zu delayen. Mit aktiven Blink-Stalkern. Zumindest so lange, bis er so 2, 3 Tanks hat. Für 2 hier. Gleich auf 1. Wenn es Mech ist, müssen wir halt Worker, was das Zeug hält, und dann Immortals. Ansonsten Banshee. Das ist
kinda bad, because my Robo isn't there yet. Warum ich angefangen habe, Englisch zu reden, ich weiß es nicht. Also, das funktioniert schon mal. Aber das ist ein ziemliches Scheiß-Opening von ihm. Wir können uns eine Forge. Allerdings eher, um Cannon Pro Eco Line zu bauen. Und Anno wusste jetzt erstmal Worker. Hier hin. Ich würde jetzt ganz gerne mal einmal kurz hier gucken, ob das geproxied war. Aber ich denke mal nicht. Weil das ein komischer Winkel war, von dem er geflogen ist. Das kann man nicht anders sagen. Oh. Nice. Ich komme von da jetzt. That's interesting. Warum rede ich Englisch? Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen blöd. Schlecht. Okay, er wird halt auch aha, doch, machen wir. Linked! Wir bräuchten halt dringendst ein Stargate eigentlich. Flieht doch! Doch nicht immer so eine Scheiße. Habe ich irgendwo Gas nicht mehr saturiert? Warum habe ich so wenig Gas? Das wird wieder ein richtiges Scheißspiel, Leute. Ich kann halt aktuell nur Stalker spielen. Und das ist schlecht. Link hat aber auch echt einen ewigen Cooldown. Hallo, ich will doch warpen. Brauchen wir Gates. Ob ich jetzt hier bauen sollte, wahrscheinlich eher nicht.
kann es nicht halten. Ich habe wieder zu wenig Gates von allem. Alter, ich... Schade. Aber das war so ein Idiot wie Funky Monk. Da muss man nicht viel zu sagen. Würde ich dazu doch sagen. Grüße gehen raus. Und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts zu dieser Folge klicken und jetzt erstmal tun und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.